des Buches Bamidbar, Verse Chafet 22 bis inklusive 27. Da steht Folgendes. Ich werde es gleich auf Deutsch machen. Der Ewige sprach zu Moschee. Sprich zu Aaron und seinen Söhnen. So sollt ihr die Kinder Israels segnen. Und das sollt ihr zu ihnen sprechen. Der Ewige segne dich und behüte dich. Der Ewige lasse dir sein Antlitz leuchten und sei dir gnädig. Der Ewige wende dir sein Antlitz zu und gebe dir Frieden. Und dann heißt noch der letzte Satz, hier ist schon diese Bracha zu Ende. Sie sollen meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Die Frage ist, das heißt Birkat Kohanim, der Segen der Kohanim. Wer segnet eigentlich die Kinder Israels hier? Wie heißt es? Im Chor? Die Kohanim? Hello? Hashem segnet. Die Kohanim sprechen das aus. Der Ewige segne und behüte dich. Also das ist natürlich, haben die Kohanim auch eine Rolle hier. Seid ihr wieder mit mir? Gut, ich rede ganz einfach weiter. Das ist aus der Tora. Ist es ein Gesetz der Tora, dass die Kohanim die Juden segnen? Fangfrage? Bin ich noch mit denen? Natürlich ist es ein Gesetz der Tora. Weil es steht, Gott sprach zu Moschee und Moschee soll es dem Aaron, der erste Oberpriester war, sagen und seinen Söhnen, so sollt ihr die Kinder Israels segnen. Das heißt, es ist ein Mitzwa von der Tora. Wie oft muss man das machen? Steht das hier geschrieben? Da steht nicht geschrieben. Da wird sehr oft als Grundlage genommen. Warte, soll ich da ein bisschen? Soll ich kurz? Da ist da, ich höre nämlich schon so nichts, dass ich glaube, dass die auch nicht sagen. Okay, ihr Lieben, hört. Es steht in der Tora, und sehr oft, wenn nicht genau steht, wie oft man segnen soll, dann sagt man einmal am Tag. Zum Beispiel Tfilin legen steht auch, man soll sie auf die Hand und auf den Kopf legen, aber wie oft steht nicht? Man hört nichts mehr. Ja, man hört überhaupt nichts. Herr Rabbiner, Ihr Mikrofon ist aus. Wir hören nicht. Wir haben ein Problem mit dem Hören. Wir können sie auch überhaupt nicht sehen. Deswegen eine Bitte, machen Sie bitte Ihre Kamera an und suchen Sie nochmal eine Hilfe. Gibt hier euer Geld zurück. Die zäunen nämlich. So, jetzt rede ich einmal. Könnten Sie nur nochmal Ihren Techniker bitten, die Kamera anzumachen? Die ist ausgegangen.
Sekunde, Rabbiner Eisenberg ist irgendwie rausgegangen. Wir versuchen gerade nochmal die Verbindung herzustellen.
Okay, ich habe gerade den Kontakt aufgenommen mit Rabbiner Eisenberg und er kommt jetzt rein und wird nochmal anfangen. Es tut mir wahnsinnig leid. Die besten Kurse, die wir haben bei Lil Mod, werden ständig sabotiert. Also es ist echt ein Problem. Jedes Mal, wenn wir so fantastische Kurse haben, dann werden diese Kurse sabotiert. Ich weiß nicht warum und wie, aber es ist so. Und ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Geduld, um Zeit, um von vorne anzufangen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie noch dabei sind. Das sagt nicht der Vorbeter, das sagt dann der Batzelei. Dem dreifachen Weg der Torah, die durch deinen Diener Moshe geschrieben ist, der durch den Mund Aarons und seiner Söhne, die Priester deines heiligen Volkes, gesprochen wird. Heute nicht, aber sonst. Nicht? Und dann sagt er, wenn er, für diejenigen, die das nicht gleich verstehen, die drei Sätze, die oben stehen, sagt dann der Kantor. Aber nicht umdrehen, nicht die Hände heben, sondern ich als Vorbeter hat er quasi Rabbiner Eisenberg, Aufgabe, eine kurze Frage. Was der Kohanim zu sagen? Rabbiner Eisenberg? Kohanim sagt, wird immer Amen gesagt. Wenn der Priester, wenn der Vorbeter sagt, sagt man nicht Amen, sondern Ken Yehiratzon. So es sei sein Wille. Damit wird noch einmal ausgedrückt, dass es nicht dasselbe ist. Wenn die Priester, der Vorbeter hat natürlich einen totalen Vorteil, wenn die Priester segnen, dann sagt der Vorbeter Wort für Wort vor. Habt ihr das schon mal gesehen? Warum? Weil die Priester die Hände heben, weil sie kein Zidur haben können und weil wir nicht wollen, dass ein Priester vor lauter Nervosität den Text nicht richtig sagt. Richtigerweise ist, dass der Vorbeter etwas leiser das sagt, weil es, die Priester müssen es hören. Aber wenn die Priester da sind, ist nicht seine Bracha, die fürs Volk, sondern tatsächlich von den Kohanim. Und er sagt es leise vor, Wort für Wort, und die Kohanim sagen nach. So, also jetzt haben wir schon verstanden. Eine Sache haben wir schon verstanden. Entschuldigung. Die Support-Leute sagen, sie haben jetzt halbe die Hälfte verpasst. Es tut mir leid, ich kann jetzt nichts mehr machen. Wir reden immer noch vom Priestersegen und Inhalt heißt, werde ich wiederholen, der Ewige segne und behüte dich, der Ewige lasse dir sein Antlitz leuchten und sei dir gnädig, der Ewige wende dir sein Antlitz zu und gebe dir Frieden. Ich werde es jetzt ganz kurz noch wiederholen. Normalerweise der Kohen, und zwar an jedem Tag in Israel. Und weil in Chutzlaz nicht an jedem Tag so viel Freude ist wie in Israel, haben aschkenasische Rabbiner beschlossen, dass man diese Bracha nicht mit Kohanim am Wochentag, am normalen Tag sagt, aber dass man den Vorbeter quasi, der sowieso vorbetet, auffordert im Namen der Priester, aber nicht mit derselben Heiligkeit, nicht mit derselben, der dreht sich nicht um, der hält die Hände nicht hoch, der spricht zwar schon auch auf Hebräisch. Okay, das war eine kurze Zusammenfassung, ich kann nicht noch einmal, das geht nicht. Ja, wenn wir, nächstes Jahr werden wir die Technik noch ausgefeilter haben. So, jetzt. Entschuldigung, Frage, warum nicht am Schabbat? Schabbat ist ein freudiger Tag. Schabbat ist ein Ruhetag, kein freudiger Tag. Es wird so, bei den meisten wird es so ausgelegt. Okay. Gut, jetzt ist so. Wohin passt das am besten? Man, wir haben ja in der Amida, haben wir erst das ganz normale Beten von jedem Tag. Und dann gibt es Einschaltungen. Und die Einschaltungen sind nicht irgendwo, sondern sie müssen dazu passen. Es gibt eine Einschaltung, wie man privat sprechen kann für Kranke. Das geht dort, wo man über Kranke spricht. Es gibt eine Einschaltung über Chol HaMoed, Pesach und Sukkot. Das ist dort, wo man vom Tempeldienst spricht. Wohin passt der Birkat Kohanim am besten? Das ist für die, die da sind, eine Fangfrage. In welche Bracha des Mone Esre würdet ihr dieses Gebet hineintun? Oder daneben? Na, vielleicht zum Sim Shalom. Ja, habt das eh dort steht, drunter steht schon, da drunter steht schon Sim Shalom. Das ist die letzte Bracha von
18. Es war doch eine Fangfrage, weil es steht dort. Und daher, wenn dieser Priestersegen mit dem Wort Shalom endet, dann, und die Shmone Esre endet auch mit Sim Shalom, dann passt es doch genau hier. Also man kann den Rabbinern nicht vorwerfen, dass sie da willkürlich da irgendwo was hineingetan haben, sondern es kommt vom Shalom. Es steht geschrieben in einer der Erklärungen. Wenn ein Priester segnet das Volk und es gibt einen im Volke, den er nicht den Frieden wünscht, weil er ihn gar nicht mag. Nein, Recht für alle. Der Priester darf keinen einzigen ausnehmen. Wenn er einen rausnimmt und sagt, den wünsche ich nicht, das ist alles dicht. Der Priester kann nur sagen, im Herzen, normalerweise vertrage ich diesen Trottel nicht, aber weil ich alle segnen möchte, und das ist ja auch das... Nein. Nehme ich ihn rein. Es ist ja so, es sind dort am Freitag 500 Leute, da braucht er sich überhaupt nicht mit seinen privaten Querelen beschäftigen, sondern er muss quasi, denkt das für alle, das gilt nämlich für Schofarblasen auch. Eigentlich müsste jeder Schofarblasen, aber erstens können wir es nicht und das wäre eine katastrophale Kakophonie. Und daher bläst einer Schofar, er sagt die Bracha und die anderen müssen zuhören und wenn der Schofarbläser sagt im Herzen, den Herrn X, den nehme ich nicht rein, ist alles kaputt, sind die anderen auch nicht drinnen. Daher kann er das nicht sagen. Er kann ja gleich nach dem Schofarblasen wieder ihn hassen, aber nicht während dem Schofarblasen. So wie zwei Männer, die gestritten haben, und dann war der eine sehr krank, war schon am Totenbett, und dann haben sie Frieden gemacht, und dann hat er gesagt, ja, aber wenn ich doch nicht sterbe, dann ist nichts mit Frieden. Okay. Wir sind also schon bei dem Punkt, während der Woche, haben wir schon gesagt, es gehört zu dem Shalom, bald sind wir so weit, dass wir noch einmal den Unterschied zwischen Birkat Kohanim von einem Kantor und Birkat Kohanim von einem Kohen bald sehen werden. Ich wollte nur eine Geschichte sagen. Wir finden zum Beispiel, ich weiß nicht, warum ich das jetzt erwähne, ich weiß schon, dass bei Aschkenasim und Sfardim haben sich manche Minhagim, manche Bräuche anders entwickelt. Und die Sfardim haben gesagt, es steht in der Tora, der Kohen soll die Kinder Israels wünschen. Es steht nirgends in der Tora, dass das nur in Israel gilt. Das haben spätere Rabbiner, die Aschkenasim, die irgendwie immer traurig waren, haben das so eingeführt und wir machen das nicht. Sie mussten überhaupt nicht sagen, dass sie es nicht machen. Das ist so ähnlich wie dieses Kitniot zu Pesach. Das heißt, bei den Sfardim, das inkludiert die Bucharen zum Beispiel in Wien, die sagen Birkat Kohanim an jedem Tag mit Kohen, mit Vorsagen des Kantors, Nachsagen der Priester, vorne hingehen, die Hände ausstrecken. Jetzt kommt das sehr Interessante. Da gibt es auch zwei Arten von Bräuchen. Der eine sagt, dass nur Kohanim, die Schabbat halten und Koscher essen, also die Prinzipien des Judentums einhalten, dürfen am Feiertag dieses Gebet sprechen. Und die anderen sagen wiederum, in der Tora steht nichts davon, wie fromm der Kohen sein muss. Und wenn es der Bracha von Kohen wäre, dann kann man darüber noch diskutieren. Aber in Wirklichkeit ist es ja die Bracha vom lieben Gott, die über den Kohen nur weitergeleitet wird. Also, vor vielen, vielen Jahren, als die bukharischen Juden noch keine eigene Synagoge hatten, haben sie oft bei Mitzwa bei mir in der Synagoge gemacht. Inzwischen wissen sie schon, dass wir um 7 Uhr beten und die warten, bis wir fertig sind und dann können sie von 8 ihr Fest feiern. Damals allerdings haben sie mit uns um 7 Uhr gebetet und siehe da, wir kommen bei der Wiederholung der Shmone Esre, kommen wir an eine Stelle, wir sehen, die Kohanim, die Bucharischen, beginnen schon
sich vorzubereiten. Wie bereitet man sich vor? Man geht raus und wäscht die Hände. Und interessanterweise, da ist noch immer diese alte Idee von Leviim, die quasi die Kohanim unterstützen. Dann geht man raus, die Leviim waschen den Kohen die Hände. Also wir sehen, die Bukharischen werden sich die Hände waschen. Und meine aschkenasischen Tempelvorsteher kommen zu mir und sagen, das geht nicht. Wir sind hier im Wiener Staatstempel, wir sind Aschkenusen und wir werden jetzt nicht zulassen, dass die hier einen Priestersegen-Theater veranstalten. Weil die sind integrationsunwillig. Das sehr schön hast du gesagt. Aber der kluge Oberrabbiner hat gesagt, was kann passieren, wenn wir deren Priestersegen passiv annehmen, machen wir sicher keine Sünde, keine Übertretung. Wenn ich die allerdings zwinge, uns nicht zu segnen, abgesehen davon, dass es auch lebensgefährlich sein kann, bei diesen heißblütigen sardischen Menschen, bitte, das war jetzt keine rassistische Aussage, aber ich sage, was kann uns schon passieren? Nun, man wird einmal ausnahmsweise nicht dem Brauche, dass man dieser Brauch, das abzuschaffen, ist eher eine zweifelhafte Sache, das werde ich euch bald erzählen. Und die wiederum, wenn die gehindert werden, so wie sie es jeden Tag tun, und sie haben eine Bar Mitzwa, das heißt, sie fühlen sich jetzt bei mir daheim, dann sollen sie doch diesen Segen sprechen und so haben wir uns geeignet, dass wir den Minhag deshalb auf die Seite schieben. Was ist schon so schlimm daran, wenn ein Kohen trotzdem die Bracha sagt? Ich will euch noch was sagen. Es gab einen berühmten Rabbiner, angeblich ist es der Gaon von Wien, aber ich bin nicht sicher, der überhaupt mit dieser Sache, mit diesem Brauch nicht zufrieden war. Wer sagt, dass man in Israel wenden kann, im Ausland nicht? Und er hat gesagt, am nächsten Montag fangen wir an, so wie die Sfadim oder so wie die Juden in Israel, mit echtem Birkat Kohanim, Echtheit mit Kohen und so weiter. Am Sonntag, am Tag davor, war eine Feuersbrunst. Und dann hat der Rabbi gesagt, also wahrscheinlich, das ist eine Legende meiner Meinung nach, aber viele dieser Geschichten sind Legende. Wahrscheinlich hat der liebe Gott gesagt, wenn das ein Brauch ist, dann soll man schon dabei bleiben. Okay? Also haben wir das jetzt geklärt, wie der Oberrabbiner erlaubt hat, dass die Schwaben uns wünschen und die anderen haben das dann auch verstanden. Weil der letzte Teil des Segens ist, Yasem Lecha Shalom. Das Sinn soll ja sein, dass Frieden sein soll. Und Frieden können wir aushalten, gesegnet zu werden, während wenn wir denen die Möglichkeit wegnehmen, dass sie uns mit Frieden segnen können, dann wird es nicht so gut sein. Wir werden mit der Kultur handeln. So, jetzt sage ich noch etwas schnell über den Text, aber nur über die ersten drei Worte. Yevarechecha Hashem v'yishmerecha, der Ewige segne dich und behüte dich. Da sagt Rashi, der eigentlich ein sehr bodenständiger Mann war, gesagt, was heißt segnen? Mit materiellen Gütern. Wir werden dann gleich das auch erklären. Und dann kann man sagen, die materiellen Güter sind nicht immer zum Wohle des Menschen. Wenn einer zu reich wird und dann übermütig wird, das ist nicht gut für ihn. Daher soll der Ewige dich vor den negativen Auswirkungen des Positiven soll er dich hüten. Dann habe ich eine sehr schöne Erklärung ganz frisch gehört. Er sagt, du musst dich hüten. Wenn du vom lieben Gott schon so gut behandelt wirst oder wurdest, dass du jetzt keine wirtschaftlichen Sorgen hast, dann gibt es da keine. Niemand sagt, du musst das ganze Geld gleich weggeben. Aber dann konzentriere dich auf gute Sachen damit zu tun. Und daher ist dieses Hüten. Wieso erlaubt sich Rashi, das so materiell zu sehen? Niemand kann mir die Antwort geben. Ich kann sie selbst geben. Soll ich sie geben? Probier es. Ich probiere. Schaut euch an die zweite und die dritte Bracha. Zweite Bracha. Der Ewige wende sein Angesicht dir zu. Nochmal. Nein, der Ewige lasse leuchten sein Antlitz und sei dir gnädig. Das ist irgendwie so, das ist spirituell.
Wenn man mal, daher hat der Chat Rashi, ihr berechnet die Bracha, die erste, die ist materiell, und dann kommt die spirituelle. Und das dritte ist dann der Friede. So ähnlich wie die zweite Friede. Das ist materiell und spirituell. Und dann, nur dass wir sicher sind, dass nicht die Priester segnen, heißt in Verse 27, des Samuel Schmier ben Israel, sie mögen meinen Namen auf die Kinder Israels segnen. Und wer wird sie segnen? Va'amia Wachem, Tochter, liebe Gott. Wozu braucht man den ganzen Brand noch? Also, wozu braucht man diese Kohanim? Die Wahrheit ist so, der Segen des Ewigen ist immer da. Einmal mehr, einmal weniger. Aber es muss, aber der liebe Gott wird nicht jeden Tag erscheinen, so wie der Eliyahu bei jedem Seder am, wird nicht immer erscheinen in jeder Synagoge. Dann hat er eben die Kohanim, die für den Tempeldienst zuständig war, beauftragt, in seinem Namen zu tun, aber jederzeit sich bewusst zu sein, dass sie nur die Überträger der Bracha sind, die Medien. So, wir gehen auf die zweite Seite. Wir haben gesagt, dass das auf dieser Seite steht, ist das wöchentägige Menschen. Es ist zwar drinnen das ganze Material, aber es wird vom Kohen, es wird vom Kantor gesagt und nicht vom Kohen. Und jetzt, das ist der Priestersegen, wie er am Feiertag ist. Er sagt am Anfang, ähnlich wie am Wochentag, ewiger, manche sagen weniger, segne uns mit diesem Segen, dem Dreifachen. Es ist ein dreifacher Segen, das heißt, es sind aus drei Versen. Der gesagt wird von den Aaron und seinen Söhnen, den Kohanim. Und dann schaut mal an. Da schreibt der Dings Kohanim, Anke der Shecher Kamor. Und jetzt ist etwas, was die Kohanim machen, was der Oberkantor nicht macht. Nämlich, er macht eine Bracha. Warum macht er eine Bracha und der Kantor nicht? Weil er eine Mitzwe macht. Und der Kantor macht keine Mitzwe von der Torah. Er dampft vor. Baruch hat er schon gesehen in der Cholam. Eine normale Bracha. Asher Kiddushanu, da wird ein bisschen verändert. Biktushato shel Aaron. Du hast uns geheiligt mit der besonderen Heiligkeit des Aaron. Betzivanu. Und du hast uns vorgeschrieben. Lebarech et Amo Yisrael be'ahava. Dein Volk Israel in Liebe zu segnen. Wo ist vorgeschrieben, dass man es in Liebe segnen muss? Also könnt ihr glauben, es steht nicht. Die müssen nicht suchen. Das heißt, der Kohen macht eine Bracha, die gibt es sonst gar nicht in der Form. Der Oberkantor macht überhaupt keine und der Kohen endet, ich soll die Kinder Israels in Liebe segnen. Wer sagt mir, was das sein kann? Auftrag vom Ewigen. Auftrag vom Ewigen, wir lieben den Ewigen, daher machen wir die Segne als Liebe. Aber gemeint ist vielleicht nicht die Liebe des Ewigen, sondern das Volk Israel in Liebe zu segnen. Der Kohen hat die Aufgabe, den Segen vom lieben Gott weiterzuleiten. Er leitet den Segen weiter und es steht geschrieben, das habe ich vorher nur nebenbei gesagt. Wir haben gerade gesagt, dass er kann es nicht weiterleiten, wenn er einen, auch nur einen von den 500 ausnimmt. Und wenn wir sagen, bei Ahava, in Liebe, das heißt alle, der Kohen muss alle lieb haben. Wie gesagt, wenn dann der Priestersegen aus ist, kann er den wieder zum Feind erklären. Aber während des Priestersegens muss es sein, bei Ahava. Und es gibt noch eine herrliche Erklärung, die sagt, zu segnen, das Volk Israel zu segnen, dass sie einander lieben sollen. Das kann man so auch, also die Liebe, die starke Liebe, und das ist der größte Segen, weil der schlimmste Segen ist, der schlimmste Fluch ist, wenn man nicht den, also muss nicht jeden lieben, aber es steht geschrieben, liebe deinen Nächsten mit dich selbst, das heißt, muss mit jedem gut sein, so würde ich das nennen. Man muss mit jedem gut sein und daher ist dieses Verhava zu verstehen, entweder, dass der Kohen muss alle lieben,
weil der liebe Gott lässt nicht zu, dass er da 498 segnet und zwei nicht. Und das Zweite ist, die beiden zu segnen bei Ahava in Liebe. So. Und jetzt passt mal auf. Da lest einmal, was dort steht. In einigen Gemeinden ist es Brauch, dass man für jeden der von den Kohanim wiederholten 15 Worte des Priestersegens leise einen Bibelvers sagt. Na, das machen wir jetzt schon nicht mehr, aber hier steht da noch drinnen. Und zwar immer mit einem Wort, das dem Wort entspricht, das der Priester sagt. Der Priester sagt Jevarechecha und dann sagen, drei sind nur da auf der Seite und die Juden finden einen Vers. Jevarechecha Hashem Mitzion, Urei Mitzion, Virus, also was anderes. Okay, Hashem Mitzion. Und jetzt kommt noch eine Sache. Es gibt, also wir wissen, Träume sind Schäume. Wann sind Träume keine Schäume? Das ist gut, ja. Weil sie noch nicht verwirklicht haben, Träume sind keine Schäume, wenn jemand sich davor fürchtet. Wenn jemand durch diesen Traum aus seiner ruhigen Situation herausgerissen wird und es geht, der Traum geht ihm nicht aus dem Sinn, dann ist ein Traum noch immer keine Realität, aber die Realität ist, dass der Mensch sich davon beeinflussen lässt. Und da steht irgendwo im Talmud, wenn jemand einen schlechten Traum hat, soll er zum Priester gehen. Und soll in diesem Traum den Priester erzählen, zum Kohen. Und da gibt es eben in der Synagoge, nachdem die Leute heute schon nicht mehr sehr auf diese Träume abfahren, gibt es da eine Stelle, guckt mal, was da steht. Nach dem Wishmerecha, nach jedem Satz, nach jedem der drei Sätze, gibt es eine kleine Pause. Und da sagen die Juden, Herr der Welt, ich und meine Träume sind dein. Ich träumte, doch ich kenne die Bedeutung nicht. Es sei dein Wille, seid ihr mit mir links unten. Ewiger mein Gott und Gott meiner Väter, dass meine Träume und die Träume des ganzen Volkes Israel gut bedeuten sollen. Das ist ja auch etwas sehr Starkes. Man darf, auch wenn man sehr individuell, jetzt sagt, ich habe einen Traum gehabt, soll man, wenn man dafür betet, dass dieser Traum nichts Böses bedeutet, nimmt man gleich die Träume der anderen hinein. So, was ich über mich selbst, was ich über andere träumte und so weiter. Und andere über mich getroffen. Wenn es gute Träume waren, dann stärke und kräftige sie. Es kommt ja auch vor, dass man gut träumt. Gegen gute Träume haben wir nichts. Aber wenn dann schlechte Träume sind, das ist dann auf der nächsten Seite, das habe ich nicht mehr gekopiert, dann sollen sie nicht eintreffen. Und das passt wieder schon zum Priestersegen und es passt zur ganzen Atmosphäre, die hier Friede bedeutet. Man braucht doch auch den inneren Frieden. Der innere Frieden ist auch nicht unwichtig. Und wenn man den inneren Frieden dadurch erreichen kann, dass man sich nicht, sozusagen die bösen Träume wegräumt, dann ist gut. Ihr Lieben, hört mal. Das sagt das eigentlich, in Israel macht man das gar nicht, wenn man an jedem Tag die Priestersegen spricht. Wie kann sich das ausgehen, dass so ein Gebet gesprochen wird, wodurch der Priester gleich weiter die nächsten Worte sagt? Die Antwort ist, das war in den alten Zeiten so, der Kant hat vorgesungen, Yevarechecha, und darauf singen die anderen Yevarech, die Kohanim Yevarechecha, Hashem, Hashem, Ishmerecha, und dann singen die anderen. Die Kohanim. Heute sing ich. Ishmerecha. Und der hat die Kohanim viel schöner als ich jetzt, dieses Ha-ha-ha-ha singen. Da ist genug Zeit, dass man dieses Gebet gegen die Träume
sagt. Und das ist dann für die seelische Beruhigung. Aha ist damit man keine Wort oder nicht aha, sondern eigentlich, ich muss noch einmal singen, aha, ohne H, nur A. Aber weil ich ein bisschen heiser war, habe ich ein H hineingetan. So. Warum singen die Kohanim das nicht mehr? Weil wir haben den israelischen Minhag eingeführt. Die Leute wissen ja meistens gar nicht, was sie lesen. Dieses Ribono Shel Olam, ja, das ist schon etwas sehr Atmosphärisches, oder wie nennt man das? Abgehobenes. Und daher hat wieder der Oberrabbiner gesagt, der Gottesdienst ist schon lang genug. Pesach Shavuot, man darf ihn schon 3 Stunden. Kürzen wir jetzt den Birkat Kohanim, da können wir eine halbe Minute gewinnen. Und der Zöppel singt nicht so schön. Ja, eben. Und das haben wir aufgegeben, weil das ist schon sehr, das ist schon sehr interessant, denn in Israel, wenn man wirklich ein Problem hat, kann man ja nachher zum Kohen gehen. Es war mal ein Kohen bei mir, man pflegt den Kohen, nachdem er runterkommt, die Kohenin müssen auch die Schuhe ausziehen. Weil das ist auch zur Erinnerung an den Tempel, wo man in Schuhen nicht reingehen durfte. Manche Leute glauben, dass die Wohnung von Oberrabbiner auch ein Tempel ist. Weil wenn sie reinkommen, fragen sie, ob sie die Schuhe ausziehen müssen. Es gibt Leute, die das fragen. Ja, auch wenn sie zu mir kommen. Moment, halt. Ich dachte nur beim Oberrabbiner. Und dann ist bei dir auch ein Tempel. Bei dir ist, ja, na, wenn Regenwetter ist, dann kann man drüber diskutieren. Hört ihr Lieben, also das ist die letzte Bracha vom Shmoneh Esre, ist die Bracha des Friedens. Und das ist irgendwie ein einleitender Shiur für das nächste Semester, wo ich mich sehr mit Frieden beschäftigen möchte. Zum Teil mit diesem eher abgehobenen Frieden, aber zum Teil auch mit dem in Israel nicht vorherrschenden Friedensprozess. Ich muss dann sehr aufpassen, was ich sage oder nicht, sonst wird mich die Anna rausschmeißen aus dem Kurs. Hast du gehört? Wenn ich nicht brav bin, kannst du mich rausschmeißen. Okay. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Sache, weil das haben wir jetzt gelesen, diese Woche, in der Parasha. Und das kommt nach einer Situation in der Parasha auch, die eher unfriedlich ist, wo ein Mann seine Frau beschuldigt, zu Recht oder nicht zu Recht, dass sie ihm untreu war. Und danach muss man dann eben für Frieden sorgen. Frieden in der Familie und Frieden bei allen. Und ich glaube, dass wir diesen Frieden nicht Shalom Akshav überlassen dürfen. Shalom Akshav ist die israelische Friedensbewegung, die eher links ist. Und ich glaube, dass die jüdische Religion nicht unbedingt das Gegenteil sein müsste. Aber jetzt spreche ich schon zu viel, das werden wir dann nächstes Jahr, gibt mir dann die Anna keinen Shiur. Anna, hörst du mich? Nein. Sie reagiert nicht. Gut. Also ich entschuldige mich, seid friedlich. Irgendwie habe ich heute im Kopf gehabt, dass heute nicht mehr ein Internet-Shiur ist. Daher habe ich meinen Techniker später bestellt und ich bin schuld. Und ich nehme die ganze Schuld auf mich. Und ich bin schuld. Wir sind beide schuld, ja. Wie war das? Es war einmal, um über Frieden zu reden, es war einmal eine Din Torah. Ein Gerichtsurteil, eine Gerichtsverhandlung in einer Stadt. Da hat ein Mann einem anderen Mann sein Feld verkauft. Und in dem Feld hat man dann gefunden einen großen Schatz. Und der Mann, der hingegangen ist, der den Schatz gefunden hat, ist dann zu dem Mann gegangen, der ihm das Feld verkauft hat. Und hat gesagt, als du mir das Feld verkauft hast, hast du ja sicher nicht daran gedacht, dass dort ein großer Schatz ist und ich gebe dir diesen Schatz zurück. Und der Mann, der das Feld verkauft hat, sagte ihm, nein, als ich dir das Feld verkauft habe, habe ich gekauft mit allem, was drinnen ist. Ich wusste zwar von dem Schatz nicht, aber ich habe dir verkauft,
Alles, was dort ist, also musst du es nehmen. Das ist ein seltener Fall von einer Dintora, aber nicht zum Beispiel. Das ist ein Märchen, findest du? Das ist ein Märchen. Also das heißt, beide wollten, dass der andere es hat, und dann kamen sie zum Rabbiner, und da gibt es eine, es gibt verschiedene Versionen. Eine Version ist, dass der Rabbiner gesagt hat, hat einer von euch einen Sohn, und der eine hat einen Sohn gehabt, und hat einer von euch eine Tochter, der andere hat eine heiratsfähige Tochter gehabt. Hat er gesagt, verheiratet die Kinder, und dann ist dieser Schatz quasi geteilt und gehört beiden irgendwie so. Schenkt das euren Kindern. Und der König hat gesagt, der nicht-jüdische König hat gesagt, bei uns ist es anders. Wenn diese zwei Leute zu mir kommen, dann hänge ich sie auf am Galgen. Und er fragt, was? Und der Schatz gehört mir, genau, weil es gibt ein Gesetz, dass wenn man irgendwo irgendwas findet, das gehört dem König. Und daher haben die nicht zu beurteilen, ob es der eine oder der andere hat, sondern sie müssen es mir geben, und weil sie es nicht getan haben, werden sie aufgehängt. Und was sagte drauf der Rabbiner? Der Rabbiner sagte drauf, habt ihr Vieh? Und daraufhin sagt der König, ja, wir haben Vieh. Sagt er, nein, das verstehe ich schon, weil wenn es nach euch ging, nach eurem Gesetz, würde der liebe Gott auf die Felder nicht regnen lassen, weil solche Leute wie ihr habt keine Lebensberechtigung. Aber wenn das Vieh was zum Fressen braucht, wahrscheinlich fällt der Regen wegen einem Vieh. Gut, ihr Lieben, das ist nur nebenbei als Abschluss des Shalom, und ich wünsche euch einen schönen Sommer. Und wenn das alles klappt, werden wir im Winter diese Serie über den Shalom, über den Frieden tatsächlich machen. Shalom Uvracha. Vielen Dank, Shalom. Shalom. O Yahweh, Shalom Aleinu. Ve'al By the way, am nächsten Mittwoch, glaube ich, oder Donnerstag, habe ich ein Konzert am 29.06. im Jüdischen Museum. Und da werden auch zum Teil Prinzen wieder sein. Und das wird dann auch Geburtstag und so weiter. Wenn nur Shalom Aleichem. Wenn nur Shalom Aleichem. Wenn nur Shalom Aleichem. Jetzt aber genug, gleich kommt die Rebbetzin aus Israel, da muss der Rabbiner vorbereitet sein, richtig. Ihr Lieben, ich bin sehr zufrieden.